Wir sind jetzt hier in der Ausstellung von Yamamoto Masao, Japaner, 1957 geboren, lebt auch noch in Japan, inzwischen ein wirklich international anerkannter Fotograf, ein Fotograf, der noch ganz klassisch analog fotografiert, der auch dadurch auffällt, dass seine ganzen Abzüge oder seine Fotografien kleinformatig sind. Er hat nichts gegen digitale Fotografie oder auch dieses riesigen Format, aber es ist nicht sein Ding. Er kommt aus einer anderen Richtung, war ursprünglich Maler und ist dann übergegangen zur Fotografie. Und in diesem ersten Raum hier sind Bilder aus frühen Serien, die er gemacht hat. Die älteste Serie heißt A Box of Q, was man lose übersetzt sagen könnte. Es ist eine Sammlung von vielen unterschiedlichen Motiven. Eine andere Serie heißt Cover. Cover bedeutet im Deutschen so viel wie im Fluss sein, in Bewegung sein. Das ist ein ganz wichtiges Prinzip für ihn auch. Er ist in diesen Fotos, die wir jetzt hier in diesem Raum sehen, meist unterwegs draußen in der Landschaft. Er sucht nicht dezidiert ein Motiv, sondern er findet es. Das Motiv findet vielleicht auch ihn oder seine Kamera. Und es kann auch sein, dass er tagelang unterwegs ist, mehrere Filme voll hat, kommt zurück in sein Atelier und stellt fest, keines genügt seinen Ansprüchen. Und da, wo mancher in diesem Moment frustriert ist, weil es eben keine Ernte gab, ist es für ihn überhaupt kein Problem. Er ruht ganz in sich und sagt, okay, dann muss ich wieder aufs Neue morgen, übermorgen starten. Diese Aufnahmen sind aus seiner Umgebung meist in Japan. Ganz wenige Ausnahmen auch mal aus dem Flugzeug heraus fotografiert über eine Landschaft. Es sind Aufnahmen teilweise von Tieren, wie jetzt zum Beispiel hier drüben, wo er überraschenderweise auf ganz nahe Art und Weise einem Reh begegnet ist. Er hat dann auch erzählt, dass dieses Reh in diesem Moment genauso erschrocken war wie er selbst, aber er glücklicherweise schnell und zügig ausgelöst hat. Und was für ihn dann auch ein riesiger Glücksmoment war, dass er diese Begegnung mit diesem Reh so erlebte. Das ist zum Beispiel ein spezielles Thema bei ihm. Anderes betrifft Landschaft. Der Fuji ist ja im Grunde genommen der Vorzeigeberg für alle Touristengruppen in Japan. Die werden ja busweise dorthin gebracht, dürfen eine Minute aussteigen, machen Klick und fahren weiter. Und er lebt in der Nähe des Fujis, dort auf dem Lande auch, und sagt, der Fuji ist eines der schwierigsten Motive für ihn überhaupt, weil der Berg sich immer wieder neu zeigt und er ihn eben nicht als eine Postkarte ablichten will, sondern in seiner geheimnisvollen Art. Für viele Japaner ist der Fuji ja auch ein heiliger Berg und manche Leute entdecken oftmals erst nach zweiten, dritten Hinschauen, dass zum Beispiel im Hintergrund über diesem See bzw. Wald noch ein weißer Gipfel herauskommt, wie so eine Art Düne, der Fuji. Oder auch ähnlich nochmal in einem sehr dunklen Bild, wo sich viele schwer tun, weil die Dunkelheit sozusagen eher negativ konnotiert ist. Auch da taucht er auf, wie so eine geheimnisvolle Erscheinung. Aber das sind dann auch, wie ich schon sagte, für ihn große Momente, wo er sehr mit sich zufrieden und im Reinen ist. Diese Bilder aus diesen frühen Serien sind alle in ganz einfachen, schlichten Rahmen, Schmetterlingsrahmen, wo sie ganz frei drin hängen oder schweben, was vielen westlichen Betrachtern auch Probleme bereitet, weil sie eigentlich gewohnt sind, ein Foto ist immer exakt, sauber zugeschnitten, es hat keine Ränder, keine Fransen, keinen Knick. Und vor allen Dingen, es sollte auch nicht verwelkt sein, es sollte eigentlich platt gepresst sein. Das ist für ihn als Asiaten oder Japaner völlig unwichtig. Wichtig ist, dass es so gezeigt wird, wie es nach dem Trocknen sozusagen sich ergeben hat. Und dann gibt es einige Fotos, zum Beispiel auch hier wieder eines, das hängt eigentlich verwölbt in diesem Rahmen drin, wirft einen Schatten. Das ist aber Teil des Fotos und der Schatten gehört sozusagen bei der Präsentation als Teil des Fotos dazu. In dem zweiten Raum ist eine neue Serie. Hier ging alles etwa bis 2018. Diese neue Serie beginnt 2018 und nennt sich Bonsai. Dazu hat er verschiedene Bonsai-Pflanzen bekommen von dem wichtigsten oder bedeutendsten japanischen Bonsai-Züchter und Kenner und Gärtner.
Dieser japanische Bonsai-Kenner, Züchter, heißt Akiyama Minoru. Ich kannte diesen Mann vorher auch nicht, habe aber dann nicht nur gegoogelt, sondern auch einiges über ihn in Erfahrung gebracht. Er ist der Kenner von Bonsai, beziehungsweise der Spezialist, der auch weltweit immer angefordert wird, weil er einfach unglaublich wunderbare Bonsai-Pflanzen pflegt, behandelt bzw. züchtet. Und diese Serie zeichnet sich schon mal in ihrer optischen Erscheinung dadurch aus, dass sie auch ganz anders gerahmt ist. Also die Präsentation ist eine ganz andere als die, die wir gerade eben gesehen hatten. Hier hat der Yamamoto selbst Rahmen entworfen, die aus einem Holz gemacht sind. Dieses Holz wird in einer alten Lacktechnik, die nennt sich Urushi-Lackmalerei, zigfach bemalt oder übermalt, lackiert. Die meisten Leute kennen das von japanischen Holzschalen oder auch ja, Zeremonienschalen, die diesen ganz feinen, leicht matten Lack haben. Und dann hat er noch ergänzend dazu das Foto in einem Passepartout, was dort drüben ja überhaupt völlig fehlt. Und diese Passepartouts sind nochmal überzogen mit alten japanischen Seidenstoffen, die wiederum in ihrer Farbigkeit auf das jeweilige Bild abgestimmt sind, wie gerade jetzt hier zum Beispiel. Oder auch anders jetzt wie bei diesem hier hinten, wo man scheinbar einen ganzen Wald sieht, aber tatsächlich handelt es sich um eine Bonsai-Pflanze, die vielleicht gerade 30 cm hoch ist. Also hier im Grunde genommen eine inszenierte Form von Fotografie mit einer ganz bestimmten Dramatik, was die Lichtgebung, die Beleuchtung betrifft oder auch meinetwegen durch so ein ergänzendes Accessoire wie hier, wo ein Schwert hereinkommt, sodass man fast das Gefühl hat, das Schwert steht in einer Beziehung mit dieser Bonsai-Pflanze, wo man nicht weiß, schützt die sich, wehrt die ab. Also das ist nochmal eine ganz spezielle Inszenierung. Oder auch hier hinten, wo ein Bonsai-Baum, der uns hier erscheint wie ein riesiger großer Baum, tatsächlich aber auch nur etwa 30 cm groß, vor einer dramatischen Himmelskulisse mit Wolken auftaucht. Das sind jetzt Aufnahmen, die er auch bei sich tatsächlich im Freien gemacht hat. Ähnlich wie dieser kleine Bonsai-Wald, wo man ja auch zunächst glaubt, dass dieser Wald irgendwo auf einem Hügel als Wald, als Baumgruppe steht, aber tatsächlich ist es auch wieder nur eine kleine Pflanze und die wird jetzt nicht nur von ihm beleuchtet, sondern er nutzt auch noch den tatsächlich vorhandenen Vollmond, der dahinter Wolken allmählich hervorkommt.